Es ist Mittwochabend, 18.05 Uhr. Mein Name ist Oliver Rosenthal. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Ollis Abendshow an diesem Nikolaustag. Sagen Sie, wie war nochmal Ihr Name? Wie peinlich. Gestern hat sich die neue Nachbarin vorgestellt, heute treffen wir sie auf der Straße, aber ihr Name fällt uns partout nicht mehr ein. Unser erstes Thema heute, wie man das Gedächtnis mit kleinen Eselsbrücken auf Trab bringt. Sage und schreibe 8000 Flugbewegungen gibt es jeden Tag im deutschen Luftraum. Doch wer passt eigentlich auf, dass da nichts passiert? Unfreundliche Telekom, gierige Stromkonzerne, Betrügereien im Gesundheitssystem, das sind spektakuläre Verbraucherthemen, mit denen sich der Journalist Theo Koll vom TV-Magazin Frontal 21 beschäftigt. Wir sprechen mit ihm über Skandale, die jeden von uns betreffen können. Heute ist natürlich Nikolaus und deshalb verlosen wir die neueste CD von Otto Waalkes mit Originalsignatur auf dem Cover. Ein kleiner Ottifant ist auch noch oben drauf. Und was Sie tun müssen, um diese CD zu gewinnen, das erfahren Sie im Lauf der Sendung. Bleiben Sie dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Der kritische TV-Journalist Theo Koll beschäftigt sich in dem TV-Magazin Frontal 21 auch mit spektakulären Verbraucherthemen. Ein Thema, die Stromkosten, unter denen wir alle leiden. Die müssten eigentlich gar nicht so hoch sein, hat Frontal 21 recherchiert. Theo, warum sind die Strompreise bei uns in Deutschland eigentlich so hoch? Die Stromkonzerne berechnen uns offensichtlich zu viel Geld, ungefähr ein Drittel unseres Strompreises, und der ist besonders hoch, auch im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern, wird berechnet für den Stromtransport, und das könnte sehr viel preiswerter sein, denn es ist offensichtlich so, dass die Stromkonzerne so tun, als müssten sie jederzeit neu investieren in neue Zähler, neue Stromkabel und da den jeweiligen Marktpreis berechnen, und das macht den Strom sehr viel teurer, als er sein müsste. Auch mit der Deutschen Telekom haben Sie sich beschäftigt. Das ehemalige Staatsunternehmen bemüht sich ja gerade sehr, kundenfreundlich zu sein, aber davon scheint man gelegentlich noch weit entfernt zu sein. Das zumindest haben Ihre Recherchen ergeben. Theo, was kann einem passieren, wenn man eine Rechnung nicht bezahlt, weil man sie zu Unrecht bekommen hat? Es ist häufig genug so, dass man bei der Telekom keinen kompetenten Ansprechpartner erreicht, dass Beschwerden nicht angenommen werden, beziehungsweise wenn man zu Unrecht eine Rechnung bekommt und die dann nicht zahlt, die Telekom auch darauf hinweist, dass dann sofort bei einer Inkassofirma landet und dann bekommt man einen Anwalt auf den Hals geschickt, der auch sofort Mahngebühren berechnet und man bei der Telekom einfach gegen Gummiwände läuft. Theo, was meinen Sie mit Gummiwänden? Ich meine, man kann doch einfach die Hotline anrufen und dann wird einem doch geholfen, oder? Es ist schwierig. Versuchen Sie mal, da durchzukommen. Der Telekom-Chef hat ja jetzt versprochen, dass bei einem Anruf dann auch das Problem gelöst werden soll in den Callcentern, aber das ist auch noch Zukunftsmusik. Mit einem weiteren Thema beschäftigt sich ab sofort auch die Staatsanwaltschaft. Es geht um Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen. Theo, Ihre Reporter begleiteten die Ermittlerin einer Krankenkasse und stießen auf haarsträubende Fälle. Zum Beispiel in einer Massagepraxis, wo man das Rezept auch schon mal gegen eine Solariumsbenutzung umtauschen konnte, oder im zweiten Fall mit einem geradezu schon klassischen Abrechnungsbetrug. Theo, bitte plaudern Sie einmal aus Ihrem Redaktionsnähkästchen. Ein Arzt sammelt Versichertenkarten und dann werden nicht erbrachte Leistungen abgerechnet ohne Wissen des Patienten oder in einigen Fällen eben auch mit Wissen des Patienten und mit Wissen des Apothekers. Und der dritte Fall ist Abrechnungsbetrug mit den berühmten unverkäuflichen Pharma-Mustern, die aber dann doch den Krankenkassen in Rechnung gestellt werden. Vielen Dank, Theo Koll vom zeitkritischen TV-Magazin Frontal 21. Ollis Radioshow, zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Musik.